Der Dialekt ist meine Muttersprache und meine Vatersprache. Ich komme aus Südtirol. Insofern ist es mir wichtig, dass ich den also sprechen darf und auch leben darf, auch zu Hause und überall, wo ich bin. Natürlich, soweit man mich verstehen kann. Er ist einfach ein Teil von mir, der Dialekt. Aber natürlich kann ich ihn nicht immer in die Rollen einbauen, ist ja auch nicht notwendig. Aber ich bin froh, dass ich ihn mitbekommen habe in meinem Leben. Weißt du, am liebsten möchte ich eine Wolke sein und über dieses Haus hinwegziehen. Über all die Häuser hinwegziehen, durch die ganze Nacht hindurchziehen. Was der Beruf einfach mit sich bringt, ist diese Begegnung mit Menschen, die sehr besonders ist. Man lernt intensiv und schnell Menschen kennen. Manchmal bleiben sie einem fürs Leben, manchmal muss man sie wieder gehen lassen. Aber es sind immer sehr intensive, sehr einnehmende und schöne Menschenbegegnungen. Ganz ehrlich, du warst früher eine fürchterliche Schnepfe. Arrogant, eitel, eingebildet, überheblich. Geschmacklos. Geschmacklos. Intrigant, ignorant. Unpünktlich. Ja, einfach beschissen. Und ständig besoffen. Jetzt sind wir durch, denke ich. Ich habe nicht so viel von der Maria. Ich kann eher sagen, dass ich sie immer lieber mag. So, also am Anfang habe ich mich mit ihr so schwer getan und habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich sie wirklich in mein Herz lasse, was aber wichtig ist für mich, auch um sie spielen zu können. Aber das wird immer besser. Also die Beziehung zwischen Maria Schneider und mir wird immer besser. Was ich auch schon irrsinnig gern tue, und sobald sich das ein bisschen ausgeht, spazieren gehen. Und da in Wien, da in der Umgebung, also gehe viel spazieren, so bis am Berg, das mag ich total gern. Oder auf dem Kahlenberg, die ganzen Wienerwald und so. Und daheim sowieso in Südtirol.